Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo am Samstag. Und zwar zu Faktenvideo Nummer 101. Wie ihr spätestens jetzt wissen solltet, wird diese Faktenreihe natürlich nicht aufgehört, nur weil Folge 100 jetzt online gekommen ist. Denn das Ganze wird so lange weitergeführt, wie es noch interessante Faktenvideos geben könnte. Und da ich noch ein bisschen was hätte, wird das denke ich nicht so schnell der Fall sein. Letzten Samstag habt ihr euch ziemlich eindeutig für Barty Crouch Jr. für das nächste Faktenvideo entschieden und deswegen präsentiere ich euch heute 14 Fakten über Barty Crouch Jr. Viel Spaß dabei! Fakt Nummer 1: Wann genau Barty Crouch Jr. geboren wurde, ist nicht gänzlich bekannt. Jedoch kann man davon ausgehen, dass er im Jahre 1962 geboren wurde. Da Sirius Black im vierten Teil von Harry Potter sagte, dass er nicht älter als 19 gewesen sein kann, als er nach Azkaban kam. Folglich ergibt sich 1962 als mögliches Geburtsjahr. Fakt Nummer 2: Barty Crouch Jr. war ein durchaus guter Hogwarts-Schüler und schloss seine Ausbildung mit einem sehr guten Resultat ab. Fakt Nummer 3: Als er 19 Jahre alt war, folterte er zusammen mit Bellatrix, Rabastan und Rudolphus Lestrange die Eltern von Neville Longbottom, Alice und Frank bis zum Wahnsinn. Daraufhin wurden sie von den Auroren gefasst und nach Azkaban gebracht. Fakt Nummer 4: Barty Crouch Jr. war der einzige der vier, der während der Gerichtsverhandlung seine Unschuld beteuerte. Er rechnete sich gute Chancen zusammen, da sein Vater die Verhandlungen führte. Doch dieser verurteilte ihn, da er sich nicht vorwerfen lassen wollte, seinen Sohn besser zu behandeln als andere Gefangene. Fakt Nummer 5: Schließlich konnte sich Barty aus Azkaban befreien, da seine Mutter kam und ihn half, indem sie seinen Platz in Azkaban einnahm und dort auch verstarb. Mit Hilfe des Viersafttranks nahm Barty die Gestalt seiner Mutter an und konnte fliehen. Weiter geht es mit Fakt Nummer 6. Daraufhin kehrte Barty Crouch Jr. zu seinem Vater zurück, der ihn über ein Jahrzehnt im Haus der Familie einsperrte und ihn mit dem Imperius-Fluch belegte, um ihn so besser zu kontrollieren. Fakt Nummer 7: Doch schließlich schaffte es Barty Crouch Jr. doch, sich vom Imperius-Fluch zu befreien und floh. Fakt Nummer 8: Barty Crouch Jr. folgte Lord Voldemort aus tiefster Überzeugung. Und das vor allem, da die beiden ähnliche Schicksale zu bewältigen hatten. Beide haben ihren Vater gehasst und beide durften ihn umbringen. Außerdem war Barty einer der ganz wenigen Anhänger Voldemorts, die seinen echten Namen Tom Wallace Riddle kannten. Fakt Nummer 9: Anders als im Buch hat Barty Crouch Jr. im Film braune Haare. Im Buch waren sie strohblond. Fakt Nummer 10: Nachdem Barty Crouchs Tarnung als Alistair Moody aufflog und er gefangen genommen wurde, bekam er am 24. Juni 1995 den Dementorenkuss, der seine Seele aus dem Körper entfernte. Trotzdem ist bis heute unbekannt, wann sein Körper verstarb. Fakt Nummer 11: Nicht Sirius Black war der Erste, der aus Azkaban fliehen konnte, sondern Barty Crouch Jr. Allerdings muss man dazu sagen, dass Sirius der Erste war, der es alleine schaffte. Fakt Nummer 12: Dass sich Barty Crouch Jr. in den Filmen immer die Lippen leckt, ist eine vom Schauspieler David Tennant selbst improvisierte Angewohnheit. Fakt Nummer 13: Crouch dachte immer, dass sein Meister Voldemort glücklich wäre, wenn er Harry Potter töten würde. Aber Voldemort wäre sehr wütend geworden, da er immer wieder sagte, dass er es sein wird, der Harry tötet. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 14: Mit dem Tod von Barty Crouch Jr. starb auch die komplette Familie Crouch für immer aus. Ja, das war mein kurzes, knackiges Faktenvideo über Barty Crouch Jr. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abo, welches ihr auf meinem Logo aktivieren könnt. Auf der rechten Seite findet ihr das letzte Special 100 Fakten über Harry Potter. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte das auf jeden Fall nachholen. Und in diesem Sinne euch allen einen schönen Tag, macht was draus und ciao Leute!